Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Halle. Ich bin Pkw-Verkäufer der Marke Hyundai hier bei uns im Hause in Detmold und ich darf euch heute den Deal des Monats vorstellen. Und direkt zum Start haben wir etwas ganz Besonderes, den Hyundai i30N. Und den will ich euch heute mal etwas näher präsentieren. Fangen wir mit der Front unseres i30N an und wie man hier natürlich schon sieht, dieses Fahrzeug ist betont sportlich, absolut aggressiv und hat wirklich einen beeindruckenden Look. Wenn wir hier einmal anfangen bei den Voll-LED-Scheinwerfern, die natürlich das Bild abrunden und natürlich auch in jeder Situation für die bestmögliche Beleuchtung sorgen. Das Ganze eben in Kombination mit dieser wirklich schönen Frontschürze. Und wie ihr hier im Vergleich seht, bei einem normalen i30 hat man hier wirklich einige Unterschiede, deutlich größere Lufteinlässe. Das Ganze ist viel mehr in die Breite gezogen und unterstützt so eben diesen sportlich aggressiven Charakter. Und getoppt wird das Ganze eben dann noch einmal hier durch die N-Badge, die natürlich bei einem waschechten N-Modell nicht fehlen darf. Und Kenner wissen auch direkt, was das heißt. Purer Fahrspaß, der uns hier erwartet. Wenn wir natürlich die ganze Zeit über Sportlichkeit und Aggressivität bei unserem kleinen Kompaktsportler hier reden, dann darf natürlich auch ein Blick unter die Motorhaube nicht fehlen. Deswegen schauen wir uns das Triebwerk jetzt einmal genauer an. Wir haben hier einen 2 Liter Vierzylindermotor Turbo aufgeladen, der uns sage und schreibe 280 PS liefert. Das in Kombination mit der 6-Gang-Handschaltung oder dem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sorgt also für definitiv genug Vortrieb in allen Situationen. Was dazu aber beeindruckend ist, dieses Fahrzeug fährt man gut und gerne mit 8 Liter Durchschnittsverbrauch. Das bei dieser PS-Zahl von 280 heißt also, wir können ihn auch gut definitiv als alltäglichen Begleiter fahren. Dieses Fahrzeug kann sowohl ruhig als auch super sportlich gefahren werden und ist deswegen einfach ein absoluter Allrounder, der in jeder Situation Spaß macht. Wenn ihr dieses Fahrzeug kauft, hat er maximal 4.900 Kilometer gelaufen, ist also absolut noch in einem Neuwagenzustand und wie man ja auch hier sieht, dieser Motor sieht eigentlich noch wie neu aus und hat definitiv noch nicht viel gesehen. Nachdem wir uns jetzt das 280 PS starke Triebwerk unseres kleinen Kompaktsportlers angeguckt haben, schauen wir auf die Seite und hier sehen wir, zu der ganzen Sportlichkeit und der Aggressivität dieses i30N kommt eine Menge Luxus und Features, die das Leben definitiv einfach machen und eben auch diesen Allround-Charakter als täglichen Begleiter unterstreichen. Was hier direkt auffällt, wir haben natürlich für so ein Fahrzeug riesig große Felgen, 19 Zoll Anthrazit im N-Design, also wirklich nochmal etwas sehr Besonderes. Dazu kommen schwarze Außenspiegel, die natürlich perfekt mit der Farbe Engine Red harmonieren und dieses Fahrzeug wirklich hervorheben. In den Außenspiegeln haben wir selbstverständlich auch einen Totwinkelassistent. Das sind so diese kleinen Assistenzsysteme, die dürfen heutzutage bei einem modernen Auto meiner Meinung nach nicht mehr fehlen und auch hier müssen wir definitiv nicht darauf verzichten. Wenn wir einmal weitergehen an dem Fahrzeug, sehen wir auch hier oben ein wunderbares Highlight, ein Luxusfeature. Wir haben ein Panorama-Glasschiebedach, welches sich wirklich großzügig öffnen lässt und gerade in den warmen Sommermonaten wirklich ein Highlight an diesem Fahrzeug darstellt. Hier am Griff sehen wir einen kleinen schwarzen Knopf. Das ist das Keyless-Go-System des Fahrzeugs, was es mir also ermöglicht, ohne den Schlüssel in die Hand nehmen zu müssen, mein Fahrzeug zu öffnen oder auch wieder zu verschließen. Angekommen am Heck des Hyundai i30N fällt natürlich auch hier sofort ein, das Fahrzeug besitzt absoluten Motorsportcharakter. Seit angefangen mit einem Heckspoiler, der hier oben thront und einer dritten Bremsleuchte im Rennsportdesign. Diese ist natürlich absolut charakteristisch für alle N-Modelle. Schwarz getönte Scheiben dürfen selbstverständlich nicht fehlen und harmonieren auch hier perfekt mit der Farbe Engine Red. Und wenn wir dann runtergehen, sehen wir auch schon eine Besonderheit. Wir haben hier wirklich zwei riesig große Abgasrohre. Und dass diese Abgasrohre nicht nur zur Zierde da sind, blenden wir euch jetzt mal ein, denn der Sound von so einem i30N ist wirklich außergewöhnlich und hebt den Fahrspaß nochmal auf ein ganz anderes Level. Was auch bei so einem sportlichen Fahrzeug nicht fehlen darf und den Look am Heck abrundet, ist eben auch ein Diffusor in einem wirklich besonderen Design. Wir haben hier verschiedene Finnen, eben die zwischen den beiden großen Abgasrohren und hergehen und eben auch nochmal wirklich das Fahrzeug optisch ein bisschen tiefer legen und dadurch wirklich eben eine gewisse Optik hervorrufen. Angekommen jetzt im Innenraum unseres i30N fällt natürlich eines direkt auf, alles ist erstmal in Schwarz gehalten. Das passt eben zu der Sportlichkeit, das unterstreicht den Motorsportcharakter. Hier ist nicht viel Shishi, nicht viel Schnickschnack, das Auto hat alle Funktionen, die es haben muss. Das Auto weiß auch damit zu überzeugen, aber hier gibt es jetzt nicht unnötige Designelemente, unnötige Knöpfe, die irgendwie ablenken würden, sondern alles hat wirklich einen Sinn und diesen erforschen wir jetzt einfach mal ein bisschen.
Wir können ja direkt einmal mit dem Lenkrad anfangen. Das schöne N-Lenkrad sieht man, es sitzt gut in der Hand, ist natürlich Vollleder und hier sehen wir einige Bedienelemente. Diese Leiste hier oben haben wir so in allen Hyundais. Das heißt, auch die Bedienung ist dort sehr ähnlich und wenn man schon weiß, wie das von der Hand geht, wird das auch in diesem Fahrzeug kein Problem sein. Hier kommen jetzt aber zwei Knöpfe dazu. Zum einen haben wir die Drive Modes. Das heißt, wenn ich diesen drücke, kann ich zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Wir haben den Eco-Modus, den Normal-Modus und den Sport-Modus. Und auch, dass es hier die Range von Eco bis Sport gibt, zeigt ja schon, dieses Fahrzeug soll definitiv für den Alltag gebaut sein, also sparsam sowie super sportlich gefahren werden können. Dann haben wir hier noch einen ganz interessanten Knopf, die Zielflagge. Und wenn ich diesen drücke, gehe ich in den sogenannten N-Modus. Auch hier gibt es zwei Abstufungen. Es gibt den N-Custom-Modus und den N-Modus und den Custom-Modus. Im N-Modus sind wir wirklich absolut im Motorsport-Feeling, haben die maximale Leistung aus dem Motor vorhanden und eben auch ein sehr, sehr sportliches Setup, sei es Motor, Radaufhängen oder auch Lenkung. Und im Custom-Modus können wir uns das Ganze personalisieren. Das zeige ich gleich aber nochmal im Detail, wie man das bei diesem Fahrzeug wirklich super easy machen kann. Gehen wir einmal weiter, dann kommen wir auch schon zum Mittelteil des Fahrzeugs. Hier oben natürlich ein sehr schöner Bildschirm. Dieser ist voll Touch und auch für mich als Fahrer aus jeder Situation gut zu erreichen. Ich habe hier drei Elemente. Das ist einmal so mein Startbildschirm, ohne viel Aufwand, ohne viel Aufregung. Hier ist wirklich einfach nur die Uhrzeit, das Wetter und die Navikarte, die mir hier ganz dezent auch noch eingeblendet wird. Wenn ich dann einmal rechts überwische, habe ich schon meine ersten Optionen, die ich mir anzeigen lassen kann. Und hier oben fängt es auch eigentlich direkt schon mit dem Interessantesten an. Wir haben den sogenannten N-Modus und hier klicke ich drauf und werde erstmal direkt von ganz vielen Kacheln, ich will nicht sagen erschlagen, aber erstmal haben wir ganz viele Anzeigen. Und hier sieht man auch schon, alles ist auf Performance dieses Fahrzeugs ausgelegt. Wie viel Ladedruck hat mein Turbolader, welches Drehmoment gibt mir mein Fahrzeug gerade und wie viel Leistung wird gerade abgerufen. Dazu ein Gehkräftemesser, längs wie lateral und hier oben auch ein Zeitnehmer. Also auch eine 0 bis 100 Zeit kann man mit diesem Fahrzeug sehr gut messen. Wenn ich jetzt hier einmal auf den Custom-Modus gehe, dann ist das, was ich gerade mit den Fahrmodis angesprochen habe. Also wenn ich hier auf die Zielflagge drücke und in den Custom-Modus wechsle, kann ich mir hier dieses ganze Fahrzeug nach meinem Belieben einstellen. Ich kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich möchte aktuell keinen allzu lauten Auspuffklang, gehe hier also in den Normalmodus. Was mir aber wichtig ist, ist eine straffe Lenkung sowie die volle Motorleistung. Packe die hier also alle in den Sportmodus. Jetzt kann ich aber auch sagen, okay, der Motor soll etwas zahmer sein, gehe hier in den Sportmodus anstatt in den N-Modus, möchte aber dann trotzdem den Auspuff bitte auf Sport Plus Klang haben und kann mir das so eben ganz individuell einstellen. Und dann noch eine interessante Option, die sich hier ein bisschen versteckt. Wenn wir in die Performance-Option gehen, haben wir zwei interessante Sachen. Zum einen ein Schaltempfehlungslicht. Das Fahrzeug zeigt mir also vorne mit einer Leuchte an, wann habe ich hochzuschalten. Das gibt wirklich Rennsport- und Rennstreckencharakter. Und was auch nicht fehlen darf bei so einem Fahrzeug, ist eine ordentliche Launch-Control. Hier können wir also einen perfekten Race-Start simulieren mit einer vorgegebenen Drehzahl, die ich mir hier einstellen kann und sie eben auch aus dem Stand wirklich eine gute 0 bis 100 Zeit schaffen. Das kombiniert mit dem Zeitenmessen ist dann eben wirklich auch ein Spaßfaktor an Strecken, wo man es auch wirklich austesten darf. Definitiv mal ausprobieren. Dann eben haben wir eben das Standard Hyundai Interface. Also wie gesagt, wenn man sich mit diesem Fahrzeug schon auskennt, wird man hier sofort zurechtkommen. Wir können das Handy verbinden. Wir haben die gewohnt gute Navigation und auch hier den Bildschirm, den wir zweiteilen können. Also alles wie gewohnt und eben auch in der gewohnten guten Qualität. Wer den Touchbildschirm nicht nutzen möchte, hat hier unten eben noch ein paar Knöpfe, die es zu drücken gibt. Das sind einfach eben zwei Optionen, wie man dieses Fahrzeug bedienen kann. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter unten gucken, haben wir das Klimabedienteil. Das ist noch großteils mit haptischen Knöpfen ausgestattet, gibt im Ganzen aber auch eben, wie ich vorhin schon sagte, so einen ja, nicht übertrieben luxuriösen Charakter, denn das ist immer noch in der Seele ein Sportwagen und da passt eben auch eine ja, haptische Klimabedienteil immer noch wirklich sehr gut ins Bild. Und dann sehen wir unten auch schon, wir sitzen jetzt hier in einem 6-Gang-Handschalter. Wie ich vorhin aber schon sagte, ihr könnt diesen Wagen bei uns kaufen als 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe oder eben mit der 6-Gang-Handschaltung. Da haben wir also verschiedene Optionen für euch bereit und auch verschiedene Farben sind gar kein Problem. Die 6-Gang-Handschaltung werden wir gleich natürlich beim Fahren noch auf Herz und Nieren testen. Wenn wir jetzt hier einmal weiterschauen, hier unten haben wir dann noch verschiedene Luxuselemente. Ja, es ist ein Sportwagen, aber eben auch für den Alltag muss er gemacht sein. Deswegen Beifahrer und Fahrer haben natürlich eine Sitzheizung und für den Winter noch ein super schönes Feature. Wir haben hier auch eine Lenkradheizung, das heißt also auch an kalten Tagen
kann ich jederzeit mit warmen Händen meinen i30N schön und sportlich bewegen. So, und jetzt angekommen im i30 mit den ersten Fahraufnahmen für euch. Das haben wir ja gesagt, dieses Auto lebt auch vom Fahren. Also natürlich, alles was wir außen gesehen haben, ist wunderschön. Aber was macht so ein Auto aus? Und das ist eben wirklich das Fahren mit so einem Fahrzeug. Und die ersten Meter hier mit dem 6K-Handschaltgetriebe, wie schon gesagt, die machen halt Spaß. Wir sitzen hier wirklich in einem kleinen Sportwagen. Und das sagt ja auch der ganze Name, i30N. Woher kommt dieses N überhaupt? N steht in dem Fall ganz simpel für Nürburgring. Jetzt fragt man sich, okay, koreanische Marke Hyundai, warum Nürburgring? Aber die Entwicklung der N-Modelle findet bei Hyundai eben am Nürburgring statt und ist auch in der Hand eines Deutschen. Also hier sind wirklich reine Motorsportgene in diesem Fahrzeug verbaut. Das will ich euch jetzt natürlich mal bei dieser Fahrt ein bisschen näher bringen. Es regnet jetzt natürlich, aber auch das ist kein Problem für einen Hyundai i30N, denn wir haben hier natürlich alles an Sicherheitssystemen mit verbaut, sodass man auch eben bei schlechtem Wetter wirklich die Sportlichkeit des Fahrzeugs genießen kann. Hier haben wir jetzt eben einen kleinen Abschnitt, hier kann man dann auch mal 100 fahren, das packt das Fahrzeug wunderbar und eben durch die Handschaltung kann man eben auch entscheiden, ja, möchte ich eben etwas sanfter fahren, möchte ich die Gänge früh hochschalten oder möchte ich wirklich auch mal das Fahrzeug zu etwas Drehzahl kommen lassen, denn wirklich drehfreudig ist der Motor. Wir können bis 6000 hochdrehen, ohne in den roten Bereich zu kommen, dieser fängt erst bei 7000 Umdrehungen an. Und es ist wirklich halt, ja, das ist ein Auto, das kann man auch gerne mit hohen Drehzahl fahren und das macht dann auch dementsprechend Spaß. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen ausprobieren und wie ist es denn auch so ein Auto mal wirklich auf 100 zu bewegen. Aber jetzt hier erstmal im ganz normalen Alltagsstadtverkehr fährt sich dieses Fahrzeug wirklich komfortabel. Die Kupplung macht Spaß, Lenkung ist natürlich gewohnt sportlich. Und ich kann jetzt hier auch einmal die verschiedenen Modi durchstellen. Also gerade auch im Eco-Modus kann man dieses Fahrzeug wunderbar im Alltag bewegen. Der Auspuffklang wird natürlich direkt etwas dezenter und ich kann mich trotzdem super hier im Fahrzeug unterhalten. Also das Fahrzeug ist auch erstklassig gedämmt und gerade im Eco-Modus ist der Auspuffklang wirklich auch angenehm zurückhaltend. Also das ist ja wirklich schon eine Kunst, dass man es schafft, dann eben auch diesen wunderbaren lauten Auspuff zu haben, diesen sportlichen Klang, aber jetzt auch im Eco-Modus eben betont wirklich dezent und auch für den Alltag wunderbar gemacht. Wenn ich jetzt hier durchschalte in den Normalmodus, haben wir eigentlich vom Klang her keinen Unterschied. Wir spüren halt etwas mehr PS, die uns freigemacht wird. Das sollte auch eigentlich so der Modus sein, in dem man sein Fahrzeug alltäglich bewegt. Der Eco-Modus ist dann wirklich etwas, wenn man jetzt eine Langstrecke auf der Autobahn fährt und wirklich ganz komfortabel und mit möglichst wenig Verbrauch eben die Kilometer runterreißen möchte. Und im Sportmodus natürlich, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf dem Video hört, aber der Auspuffsound wird direkt kerniger, bassiger. Und ja, haben natürlich jetzt direkt die Leistung auch anliegen. Das spürt man dann auch direkt. Jetzt kann man hier auch mal ein bisschen Gas geben. Und dann sieht man auch, das Fahrzeug sprintet also auch wirklich gut auf 100 hoch. Wir haben die 6 Gänge, können also immer in einem angenehmen Drehzahlbereich fahren. Und dann haben wir eben noch eine Stufe darüber. Und das ist hier, wenn ich diese Rennflagge drücke. Jetzt gehen wir in den N-Modus, was ich ja vorhin schon gezeigt habe, die Einstellung, die ich hier einnehmen kann. Hier haben wir jetzt eben erstmal alles auf volle Sportlichkeit getrimmt und das Fahrzeug ist dann wirklich auch, ja, ich sag mal, von der Leine gelassen. Die vollen 280 PS kann man also ausfahren. Und dann hört man es auch schon, der Auspuff hat dann eben auch Fehlzündung, also knallt. Klingt halt wirklich einfach gut und ist ja auch das markante Merkmal dieses Fahrzeugs. Also, dass man in der heutigen Zeit eben noch ein Fahrzeug mit so einem markanten Motorsound hat, bei dem wir hier trotzdem natürlich einen OPF-Filter verbaut haben. Also, das Ganze ist trotzdem noch umweltfreundlich und hat eben diesen Klang. Das ist wirklich eine gute Kombination, die wir bei dem Fahrzeug haben, die einfach wirklich zu jeder Zeit Spaß macht zu fahren. Und das ist ja das Menü, was ich auch vorhin schon gezeigt hatte, eben der N-Performance-Modus, wo wir wirklich verschiedene, ja, Anzeigen haben, Turbo, Drehmoment, Leistung, jetzt sieht man, ich fahre hier ganz entspannt und da muss ich natürlich auch unser Turbolader aktuell noch nicht anstrengen. Wenn ich dann allerdings hier ein bisschen aufs Gas drehe, sieht man auch schon, der Ladedruck wird aufgebaut, das Drehmoment wird aufgebaut und es liegt auch wirklich relativ früh an. Also ich fahre hier noch wirklich in einem relativ sanften Drehzahlbereich von 2.000 bis 3.000 Umdrehungen und auch hier haben wir wirklich schon Leistung anliegen. Also obwohl das so ein drehfreudiger Motor ist, muss man ihn nicht voll ausdrehen, um wirklich die volle Leistung hier zu bekommen. Man sieht schon, die G-Kräfte werden hier in Echtzeit angezeigt. Und das ist halt wirklich, ja, das Fahrzeug ist nicht einfach nur ein kleiner Kompaktsportler, wo ein Motor mit 4 PS reingebaut wurde, sondern halt wirklich die Entwicklung dieses ganzen Fahrzeugs hat sich darum gedreht, hier
hier wirklich ein sportliches Fahrzeug zu bauen, das auch eben für die Rennstrecke gemacht ist und eben auch, wie ich schon sagte, auf einer Rennstrecke konzipiert wurde. Und da ist so ein Auto definitiv auch zu Hause und eben Rennsport für die Straße alltagstauglich gemacht. Und was jetzt eben auch nach so einer kleinen Weile der Fahrt auffällt, die Sitze sind super gemütlich. Hier haben wir die optionalen Komfortsitze. Wir können bei dem Fahrzeug ja wählen zwischen den normalen Sitzen, die serienmäßig verbaut sind. Dann haben wir die Option N-Schalensitze zu verwenden, also hier auch wieder absolut Rennsport pur. Oder eben diese Komfortsitze, die wir hier verbaut haben, die dann eben auch elektrisch einstellbar sind. Außen Leder und in der Mitte mit einem ja nach Alcantara anmutenden Stoff. Ist natürlich die etwas edlere und komfortablere Variante. Wenn man das ganze Fahrzeug aber wirklich natürlich auf Rennsport trimmen will, ist die andere Variante auch super. Hier bei dem Vorführwagen ist es natürlich wirklich, wir haben hier alle Features angeklickt. Dieses Fahrzeug ist absolut voll ausgestattet und absolut komfortabel. Das ist also wirklich ein perfektes Alltagsauto, das wir euch hier anbieten können. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in den i30N gefallen. Wenn ihr mehr über unsere sofort verfügbaren Lagerwagen erfahren wollt, besucht uns doch gerne auf unserer Homepage, auf YouTube oder natürlich auch gerne an einem unserer drei Standorte, in Detmold, Gronau oder Osnabrück. Und auf jeden Fall ist natürlich auch eine Probefahrt möglich. Hierzu dürft ihr mich gerne jederzeit in Detmold besuchen und ich bin sicher, dass ich euch den Fahrspaß an diesem Fahrzeug näher bringen kann. Wenn ihr alle weiteren Informationen über Hyundai haben wollt, vergesst natürlich nicht, uns ein Like dazulassen, die Glocke zu aktivieren und natürlich auch ein Abo. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ich denke, wir sehen uns demnächst in Detmold und bis dahin gute Fahrt. Tschüss!